Hallo, meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen für euer Reading aus dem Tarot für die zweite Oktoberhälfte. Liebe Jungfrauen, Stiere und Steinböcke, ihr habt mich heute umgehauen mit euren Karten. Also meine Lieben, ich mache jetzt so lange Readings für die Erdzeichen und habe festgestellt, dass sich dann doch die Gruppen ziemlich geteilt haben. Es gibt nämlich durchaus einige Erdzeichen, die sich mittlerweile aus allen unschönen Situationen ihres Lebens befreit haben. Ja, aber meine Readings haben sich jetzt doch in den letzten Wochen immer wieder noch an die Gruppe gewandt, die noch feststeckte. Ja, denn ich frage ja immer, wenn ich so ein Reading mache, nach den Botschaften, die bitte ins Kollektiv kommen sollen, die jetzt auch von den meisten Menschen einfach als Hilfestellung gebraucht werden. Und heute ist es ganz klar ein Reading für diejenigen unter euch, die sich gerade jetzt, und ich meine jetzt, vielleicht sogar im Zuge dieses Widder-Vollmondes, den wir gerade hatten, befreien und sich, ich möchte fast sagen, auf ihren Herzensweg begeben. Ja, also anders kann ich das Reading nicht beschreiben. Ich war selbst geflasht von den tollen Karten. Ihr seht die Hauptlegung aus dem Rider-Waite-Tarot bereits aufgedeckt, ja. Und ich hatte hier auch nur wirklich dreimal das Gefühl, ich sollte eine Klärungskarte erbitten, weil von den Rider-Waite-Karten ja schon viele gefallen sind. Die habe ich aus dem Crystal Vision-Tarot dann noch zur Hilfe genommen, ja. Aber ich muss sagen, das Reading ist sehr, sehr, sehr eindeutig und verheißt für einige von euch jetzt wirklich eine ganz tolle Zeit. Bitte, wie immer bei den allgemeinen Readings, ja, spür in dich hinein, ob du mit den Botschaften in Resonanz gehst. Wenn du das Gefühl hast, nee, finde ich mich jetzt nicht wieder, dann schau dir gerne noch das Reading für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn diese Zeichen einer anderen Elementegruppe entsprechen. Manchmal passt es einfach besser. Und bitte auch nicht vergessen, diese Readings sind keine Vorhersagen. Ja, es gibt sowas wie Wahrsagen oder Vorhersagen nicht, sondern ich bitte meine Mannschaft um Energien, ja, die jetzt einer bestimmten Gruppe, in dem Fall den Erdzeichen, zur Verfügung stehen in dieser Zeitperiode, ja, plus minus, ihr wisst, die Zeit ist relativ. Und es kommt immer darauf an, was der einzelne Mensch mit seinem freien Willen in allen Umständen, in denen er sich befindet, daraus macht. Aber diese Energien, die ich hier aufzeige, sind bereit, ja, und möchten genutzt werden. So möchte ich es vielleicht am besten beschreiben, damit das auch immer mal wieder deutlich wird, ja, was ich hier in einem Reading mitteilen kann. Aber auch natürlich, was die Readings oder Kartenlegungen nicht leisten können. Allererste Karte, eigentlich sind die zwei gleichzeitig gesprungen. Ja, als ich nach der Gesamtenergie gefragt habe, die zwei Kelche und die drei Münzen. Ich möchte erstmal auf die zwei Kelche einkommen. Also ich weiß gar nicht, ob die Karte in den Erdzeichenlegungen jemals gefallen ist. Ja, vielleicht mal auf der Wunschposition, aber als Hauptenergie kann ich mich echt in den letzten, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren nicht erinnern. Eine der Seelenpartnerkarten im Deck, ja, wenn es bei dir um eine Seelenpartnerschaft geht, dann könnte es sein, dass dir jetzt wirklich ganz deutlich bewusst wird, dass es da einen Menschen gibt, mit dem du zusammen sein möchtest. Die zwei Kelche bringen zum Ausdruck, dass sich hier zwei Menschen mit gefülltem Kelch begegnen. Und jetzt kommen die drei Münzen ins Spiel. Du scheinst zu erkennen, dass genau das deine Aufgabe ist, deinen Kelch zu füllen. Ja? Es könnte sein, dass es einen Menschen gibt in deinem Leben. Ja, den haben wir hier nachher sogar auf der Position im Außen, der mit einem gefüllten Kelch auf dich wartet, ja, der hier mehr oder weniger bereit steht. Aber es könnte sein, dass du dich in der Vergangenheit nicht wirklich entschließen konntest, hier deinem Herzen zu folgen, mit diesem Menschen eine Verbindung einzugehen. Könnte auch sein, dass du vielleicht so ein bisschen sogar das Gefühl hattest, du bist nicht gut genug oder so viel Glück steht dir nicht zu.
Das ist natürlich für all diejenigen von euch interessant, die sich noch in einer anderen Beziehung befunden haben. Ja, viele Erdzeichen sind ja in den letzten Jahren wirklich aufgrund von materiellen, finanziellen Verpflichtungen oder auch Kindern in ihren Ehen, in ihren festen Beziehungen geblieben, obwohl es da einen Menschen gegeben hat oder im besten Fall noch gibt, ja, für den das Herz geschlagen hat, so möchte ich es mal ausdrücken. Und diese Gesamtenergie zeigt mir, dass du jetzt im Oktober wirklich erkennst, dass es deine Aufgabe ist, deinem Herzen zu folgen. Zur Seelenpartnerenergie passt es natürlich hervorragend, denn in dieser hochtransformativen Zeit, in der wir uns befinden, erzähle ich in vielen meiner Videos, ja, liegt ja der göttlichen Führung, der geistigen Welt sehr viel daran, dass Seelenpaare zueinander finden, um diese hohe Schwingungsebene der Liebe zu leben. Weil diese Schwingungsebene, wenn die sozusagen dann noch vereint wird im Seelenpaar, natürlich auch wieder die Schwingung der ganzen Erde anhebt. Ja, es wird die Liebe verbreitet, so ist es mal einfach ausgedrückt, was ja Sinn und Zweck der Transformation, des Transformationsprozesses ist. Und deswegen geschehen ja jetzt auch in diesem zweiten Halbjahr 2019 so viele Zusammenführungen. Die Energien in den Seelenpartnerprozessen sind unheimlich hoch, ja. Und dir scheint es hier bewusst zu werden, dass du hier vielleicht auch eine Aufgabe zu erfüllen hast mit diesem Menschen. Ja, also ich nehme diese drei Münzen hier wirklich für die Bewusstwerdung wahr. Hier gibt es für mich etwas zu tun. Es ist die Zeit des Wartens und Rausschiebens ist vorbei. So spüre ich das. Denn auch hier wollten zwei Karten gleichzeitig fallen, die sehr, sehr gut dazu passen. Du siehst die Zehnstäbe und das Ass der Stäbe. Das, was du bislang gelebt hast, ja, war eine Belastung für dich. Interessanterweise habe ich vorher das Luftzeichen-Reading gemacht, da spielten die Zehnstäbe eine große Rolle. Also solltest du zufälligerweise mit einem Luftzeichen verbandelt sein oder gewesen sein, dann war diese Beziehung doch eher eine Belastung und durfte sich jetzt vielleicht auch lösen. Ja, also das war so ein Impuls, der mir da gekommen ist. Für dich geht es jetzt um einen Neubeginn in deinem Leben. Du hast erkannt, dass diese Last, die du vielleicht schon viel zu lange mit rumschleppst, ja, dir deine Lebenskraft raubst. Mir kamen sofort wieder Rückenschmerzen bei dem Bild. Viele Erdzeichen haben in der Vergangenheit wirklich mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Allen voran Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, ja, weil einfach der Körper beginnt zu sprechen, wenn man die Stimme der Seele ignoriert. Und das haben viele Erdzeichen gemacht in den ganzen letzten Monaten. Interessant am Ast der Stäbe finde ich auch immer, dass es hier natürlich auch um die seelische Weiterentwicklung geht, was jetzt sehr gut zu den drei Münzen passt. Also du scheinst erkannt zu haben, ja, dass es auch deine Aufgabe für deine eigene Entwicklung ist, jetzt hier etwas Neues zu beginnen. Und natürlich nicht zuletzt steht die Karte für Leidenschaft, ja. Also es könnte sein, dass natürlich auch leidenschaftliche Gedanken aufkommen, ja. Vielleicht fühlst du dich gerade auf körperlicher, sexueller Ebene sehr hingezogen zu einem bestimmten Menschen und hast einfach jetzt große Lust auf was Neues. Also so, ja, kommt es mir vor. Und dann, da war ich ja auch wieder geflasht, schaut mal, ich habe gefragt, wie entwickelt sich die Energie weiter, und da haben wir zwei große Arcana-Karten, den Wagen und den Stern, und in der Meditation war mein erster Impuls, du machst dich auf in deine Wunscherfüllung. Das war der erste Impuls. Wagen-Energie ist immer vorwärts. Stagnation ist vorbei. Du weißt, dass du mit dieser Last nicht groß vorankommst. Ja, du siehst diesen Mann, der ist hier nur auf seine Stäbe, auf die Last fixiert. Der sieht nicht mal, was vor ihm liegt. Ja, und der Wagen ist das krasse Gegenteil. Dieser Mann hat die Zügel wieder in die Hand genommen. Ja, der ist hier der Chef auf seinem Wagen. Der weiß jetzt genau, was er will. Und das ist alles. Der will hin zu dem, was er sich wünscht. Also wunderschöne Energie, die beiden Karten in Verbindung, ja. Und natürlich steht der Stern auch für die Heilung.
passt wieder gut zu den drei Münzen. Denn auch die drei Münzen inkludieren ja diese Aufgabe, die uns das Leben bringt, ja, im Zuge derer wir uns aber weiterentwickeln. Ja, das ist wie eine Art Prüfung, die wir bestehen dürfen. Und immer dann, wenn wir eine Prüfung bestehen, wenn wir eine Aufgabe meistern, haben wir etwas in uns geheilt. Ja, der Wagen könnte natürlich auch für einen Auszug oder Umzug oder einen Ortswechsel stehen. Ja, oder dass du dir vielleicht sogar überlegst, mit jemandem zusammenzuziehen, was deinem Wunsch entsprechen würde. Also solche Deutungsmöglichkeiten sind hier drin. Ja, also richtig gewaltige Energie. Ja, auch wenn du hier diese Reihe anschaust, wunderschön diese vier Karten. Zur Heilung passen sehr gut jetzt die neun Stäbe. Die neun Stäbe sind gefallen, als ich fragte, wie entwickelt sich die Energie weiter in Richtung Monatsende. Wir hatten in den letzten Erdzeichen-Readings immer wieder dieses Thema, dass du zwar genau weißt, aus welcher Situation du dich lösen müsstest, aber dass du auch genau weißt, dass das nicht ohne Schmerz abgeht. Das war in den letzten Readings immer wieder präsent, diese Energie. Dass du zwar eigentlich vollkommen genau dein Ziel kennst, aber du weißt, auf dem Weg dorthin musst du etwas zurücklassen oder es wird nicht ausbleiben, dass du vielleicht Menschen verletzt. Es wird vielleicht nicht ausbleiben, dass du etwas aufgeben musst. Und genau das bringt die Karte zum Ausdruck. Ja? Dieser Schub, den dir eventuell der Widdervollmond jetzt verleiht, der bringt diese Energie hier zum Tragen. Ja? Du weißt jetzt, was du ablegen musst, ja, was du nicht mehr möchtest. Du hast Lust auf Neues. Du weißt, du musst vorangehen. Du setzt dir wieder Ziele. Du wirst stark in deiner Entscheidung, weil das hier dein, deine Erfüllung ist. Und du nimmst die Aufgabe an, dass du dann eben auch durch eine Zeit musst, die vielleicht nicht so angenehm ist. Und das macht die Karte deutlich, ja, dass du dir hier auch eigene Themen anschauen musstest, ja, Verletzungen, die du selber erlitten hast, ja, Dinge vielleicht dir eingestehen musstest, vor denen du lange Zeit weggelaufen bist. Aber die Karte zeigt dir, dass du trotz dieser Wunden, ja, die hier verbunden sind, jetzt die Stäbe, ja, das ist Leidenschaft, passt ja auch gut hier zu dem Ast der Stäbe, diese Hoffnung auf das Neue deutlich vor deinen Augen hast und du deshalb wirklich, wie soll ich es ausdrücken, mit der Kraft, die du jetzt noch hast, dich aufmachst in dein neues Leben. So kommt es mir am deutlichsten ins Gedächtnis. Sehr interessant, die sechs Kelche dazu. Das ist auch eine der Seelenpartnerkarten des Decks, ja. Wenn du in einer Seelenpartnerschaft steckst, dann könnte das bedeuten, dass dir dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin jetzt die Kraft, schaut mal, die liegt dann hier oben, die Kraft verleiht, das, was du in der Vergangenheit vielleicht durchgemacht hast, das, was jetzt vielleicht noch weh tut, ja, zu verarbeiten. Das war der erste Impuls, ja, dass du hier einen Menschen an deiner Seite hast, auf den du dich verlassen kannst, der sich vielleicht schon lange in deinem Leben, vielleicht schon seit vielen Inkarnationen an deiner Seite befindet. Und du weißt, mit diesem Menschen kannst du das schaffen. Was immer du hier zurücklassen musst, auch zurückzulassen. Der zweite Impuls, der mir noch kam, es könnte sein, dass damit auch Kindheitsthemen gemeint sind, die du dir jetzt im Zuge dieser Entscheidung wirklich anschauen musst. Ja? Vielleicht hast du ja, das würde gut zum Anfang passen, als ich erklärt habe, dass ich so das Gefühl habe, du hast dich vielleicht manchmal nicht wertvoll genug selber gefühlt, deinem Herzen folgen zu dürfen. Und diese Themen kommen ja oft aus Kindheitserfahrungen, ja?
Vielleicht hast du als Kind nicht die Erfahrung machen dürfen, dass du nur das Beste verdient hast, ja, dass du nach Großem streben sollst, ja, sondern vielleicht war es eher so, dass du dich immer mit dem Geringeren zufrieden geben musstest oder dass du klein gehalten wurdest. Und wenn hier so eine Entscheidung getroffen wird, wirklich die Kontrolle über das eigene Leben wieder zurückzuerobern und sich auf den Herzensweg zu begeben, sogar vielleicht in Kauf nehmend etwas zurückzulassen, dann müssen diese Kindheitswunden angeschaut werden, ja, weil dann darfst du im Zuge dieser Transformation erkennen, dass du ein Recht auf Glück und Erfüllung hast. Denn wie vorhin schon erwähnt, viele Erdzeichen sind ja gerade in diesen Situationen, die eigentlich nicht glücklich und erfüllend sind, geblieben, aufgrund dieses Verantwortungsgefühls für andere Menschen, ja, oder auch aufgrund der Bedenken, was sagen denn die anderen, wenn ich mich jetzt beispielsweise von meiner Familie trenne, ja. Und hier auch ein Phänomen unserer Zeit, ja, erwacht diese Selbstliebe im Sinne von, ich darf doch glücklich sein, ich habe doch das Recht auf ein erfülltes und glückliches Leben. Und das könnte jetzt tatsächlich hier einen großen Umbruch bei vielen bewirken. Ja, dann habe ich gefragt, was kommt im Außen auf dich zu? Und da ist der Ritter der Kelche. Und den Ritter der Kelche, ganz gleich, ob es sich jetzt bei dir um einen Mann oder eine Frau handelt, ja, sieh das bitte einfach als liebevollen Mensch, ja, als Energie, die hier im Außen, ich möchte fast sagen, auf dich wartet. Ich weiß, das ist ein komisches Wort, weil ich immer sage, ihr sollt nicht warten, aber für manche von euch scheint es einen Menschen zu geben, der euch vielleicht schon länger seinen gefüllten Kelch der Liebe reichen möchte oder ihren gefüllten Kelch, ja, aber bislang bist du eben aufgrund der Umstände nicht fähig gewesen, diesen Kelch anzunehmen. Vielleicht eben auch, weil dein eigener Kelch noch nicht mit deiner Selbstliebe gefüllt war. Aber dieser Mensch ist noch da. Und es könnte tatsächlich sein, dass du diesen Menschen auch jetzt kontaktierst oder vielleicht bist du schon in Kontakt oder ihr trefft euch wieder. Und vielleicht teilst du ihm oder ihr auch mit, ja, was jetzt in dir passiert ist hier. Ich habe dann hier mal noch eine Klärungskarte erbeten und da fallen die 10 Kelche, also die Erfüllung. Das heißt, dieser Mensch ist eigentlich deine Erfüllung. Könnte sich dabei um ein Wasserzeichen handeln, ja, weil wir zweimal Kelchenergie haben, ist aber nicht zwingend, ja, aber liegt natürlich nahe hier. Ein sehr gefühlsbetonter, intuitiver Mensch auf jeden Fall. Und dieser Mensch ist durchaus bereit hier, mit dir diese 10 Kelche anzustreben, diese glückliche und erfüllte Zukunft. Ja, das liegt von außen. Was ist da? Was ist hier präsent? Und ich erinnere mich dran, ich glaube sogar jetzt in dem Reading für die erste Oktoberhälfte, war es nicht so, dass ich dann auch gesagt habe, im Grunde weißt du, dass die Chance auf Glück zum Greifen nahe ist. Aber du musst auch zugreifen. Wenn das für dich schon stimmig war, dann darfst du davon ausgehen, dass sich das alles so manifestiert. Vielleicht jetzt nicht in diesen 2 Wochen, aber du erkennst, wo dein Glück liegt. Ja, nämlich bei diesem Menschen hier, der hier mit gefülltem Kelch steht oder reitet. Ja? Und wunderschön, in deinen Hoffnungen oder Ängsten, da fällst du selbst. Wenn du als Frau schaust, sie ist als die Münzkönigin. Ich habe es schon öfter mal erklärt, wie ich das deute. Also wenn der König eines Elements fällt, dann nehme ich immer wahr, dass so ein bisschen der männliche Anteil mehr gelebt wird. Und es würde natürlich jetzt auch für dich als Frau gut passen, denn um so eine Entscheidung zu treffen, wirklich seinem Herzen zu folgen, vielleicht auch wieder auf jemanden zuzugehen, ja, bedarf ja der Aktion. Und der männliche Anteil in uns ist der, der handelt, der entschlossen ist, ja, der wirklich sich ganz bewusst dazu entschieden hat, eine Last abzulegen und etwas Neues zu beginnen. Deswegen habe ich diese Energie als so ein bisschen den männlichen Anteil in dir wahrgenommen, wenn du jetzt als Frau zuschaust. Und interessanterweise, ich habe dann nochmal um eine Klärungskarte gebeten, die bestätigt das, was ich gerade gesagt habe, denn hier fällt der Schwertkönig.
der ist natürlich jetzt noch ein Stück entschiedener, entschlossener. Ja, also du dürftest es jetzt natürlich wieder als die Schwertkönigin sehen, aber eben auch wieder mit diesem größeren männlichen Anteil. Also ganz klar, deine Hoffnung ist, dass du es jetzt durchziehst. Der Schwertkönig steht auch für die Wahrheit. Damit nehme ich in Kombination natürlich wahr, dass du jetzt deine Wahrheit leben möchtest. Denn viele Erdzeichen haben ja in den letzten Monaten, manche Jahre lang, ihre eigene Wahrheit verleugnet. Ja? Eben weil sie sich in Situationen befunden haben, wo es darum ging, ich sage jetzt mal ein bisschen locker ausgedrückt, zu funktionieren. Ja? Und die eigene Wahrheit lag aber woanders. Die lag vielleicht sogar bei diesem Menschen schon lange Zeit. Ja? Aber jetzt mit diesen beiden Königen, ja, du wirst wieder du selbst. Immer dann, wenn das Element ins Reading fällt, dann sagt mir die Legung eindeutig, dass du dich selbst wieder in den Mittelpunkt deines Lebens stellst. Ja, das liegt hier in deiner Hoffnung, ganz klar. Du bist hier noch, das ist noch am Werden, das ist noch hier alles im Prozess. Ja, aber ganz klar in die Richtung Authentizität, Klarheit und Wahrheit. Du willst niemandem mehr etwas vormachen. Du legst deine Maske ab, ziehst blank und sagst, so ist es. Und wem es nicht gefällt, kann ich es auch nicht ändern, weil ich folge jetzt meinem Herzen. Ich lebe mein Glück. Tolle Energie. Naja, und die Kraft, da braucht man gar nichts dazu sagen, oder? Du findest in deine Kraft und letzte Ängste werden Ende des Monats dein Energiefeld verlassen. Ja, das sagt dir die Kraft. Ne? Diese Frau zähmt hier den Löwen, der symbolisch für ihre Angst steht, mit einem Blumenhalsband. Dein Herzchakra ist hier aufgegangen, ja, auch mit diesen zwei Kelchen. Du weißt jetzt, für wen dein Herz schlägt und du besiegst diese Ängste, die dich bislang zurückgehalten haben, diese Entscheidung deines Herzens zu treffen. Und wie gesagt, ich habe in Verbindung zu diesen beiden Karten deutlich wahrgenommen, dass es sein könnte, dass du hier wirklich einen Seelengefährten, also bei vielen handelt es sich hier bei dem Kelchritter um einen Seelenpartner oder eine Seelenpartnerin, ja, zur Unterstützung an deiner Seite hast, die dir auch diese Kraft gibt, das jetzt hier zu manifestieren, ja, in die Umsetzung zu bringen. Ja, wunderschön. Und die geistige Welt reicht dir hier mit dem Pagen der Münzen deinen Selbstwert, ja, hier als goldener Taler und sagt, du bist es wert, meine Tochter, mein Sohn. Ja, Gott möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass wir glücklich und erfüllt leben. Und wenn du das Gefühl hast, dass es hier einen Menschen gibt, ja, mit dem diese 10 Kelche machbar sind, dann geh los. Das ist eine Chance auf Glück, aber eben nur dann, wenn du deinen Wert erkennst. Und dann darfst du nach Hause gehen. An der Unterseite im Rider-Waite liegt die Welt, die steht für die Vollendung und natürlich im Kontext der Seelenpaare immer für das Zuhause ankommen. Wenn du jetzt Gänsehaut hast, ja, so wie ich, dann weißt du, wer dein Zuhause ist. Diese Karte beinhaltet natürlich auch nochmal den Hinweis, dass ich für dich damit ein Lebenszyklus schließen darf. Sehr, sehr stimmig zum Luftzeichen-Reading, ja. Also wirklich für all diejenigen, die vielleicht bisher mit einem Luftzeichen-Reading zusammen waren und sich jetzt trennen, ja, da passen die Readings sehr, sehr gut zueinander. Denn da ging es auch darum, diesen Zyklus abzuschließen. Und wir hatten diese Konstellation in vielen Readings, ja, Luft und Erde. Und es hat einfach nicht funktioniert. Ist jetzt aber nur für wenige, ja. Ich wollte es nur erwähnen, weil es mir gerade so präsent nochmal wird. Aber in diesem Reading sehe ich die Karte vor allem für dieses Nach-Hause-Kommen zu einem Menschen, hier vor allem mit den 6 Kelchen und den 10 Kelchen,
der für dich die Erfüllung ist, ja, der für dich einfach dein Wunschpartner, dein Traumpartner, dein Heimathafen ist. So spüre ich das. Dass da eine große, große, große Anziehungskraft dieser Seelen aktuell herrscht. Ja, und wundervoll, die Siegeskarte im Tarot, die 6 Stäbe liegen an der Unterseite des Decks des Crystal Vision Tarots, ja. Und interessant, ich habe ja zu der Karte gerade noch gesagt, du schaffst es, deine Ängste zu besiegen, ja, mit dem Löwen, der die Angst symbolisiert. Und hier ist diese Karte, diese 6 Stäbe, so dargestellt, dass dieser Mann tatsächlich die Herrschaft über diesen Löwen errungen hat. Und das finde ich so treffend, weil dir damit deine göttliche Führung nochmal zusichert, wenn du es jetzt wagst, dieser Angst ins Gesicht zu schauen und tatsächlich dem Weg deines Herzens zu folgen, dass du deine Ängste besiegen wirst und schlussendlich, auch wenn es vielleicht hier noch so ein bisschen zwickt und zwackt, ja, aber schlussendlich in deiner ganzen Kraft, in deinem ganzen Selbstwert, bei dir angekommen und vielleicht bei einem Menschen zu Hause angekommen, ja, siegreich aus diesem Prozess hervorgehen wirst. Und es ist eine wundervolle Schlussbotschaft. Meine lieben Erdzeichen, ihr habt mich heute geflasht. Ich weiß gar nicht, wann ich so ein positives Reading für die Erdzeichen mal gelegt habe. Ja, vielleicht wisst ihr es. Also ich kann mich jedenfalls nicht in den letzten Monaten dran erinnern. Es haben sich immer wieder Tendenzen in die Richtung gezeigt, ja. Aber es waren auch immer wieder blockierende Karten. Und hier ist keine einzige blockierende Karte mehr. Keine. Ich kann euch nur wünschen, dass sich das alles so manifestiert für euch, ja, dass ihr diese Energie nutzt, denn die scheinen jetzt für euch wirklich grandios zu sein. Und ich freue mich von Herzen für euch. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir sehr gerne, wie ihr es fandet, ja. Natürlich vielleicht auch im Nachhinein dann, Ende des Monats, wie sich was gezeigt hat. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich für jede Unterstützung meiner kostenlosen YouTube-Videos bei euch von ganzem Herzen. Ich werde dazu auch noch mal wieder ein Bonus-Video machen, ja, speziell für all diejenigen unter euch, die mir immer mal wieder einen Energieausgleich zukommen lassen. Ich hatte ja eins gemacht und ich habe euch versprochen und das halte ich, dass ich auf jeden Fall bis zum Jahreswechsel sehr, sehr präsent sein werde für euch, denn ja, ich befürchte, es wird noch heftig im November und Dezember. Wir dürfen noch einiges loslassen. Wir dürfen noch karmische Zyklen beenden. Die Transformation nimmt jetzt nochmal Fahrt auf. So spüre ich es jedenfalls. Und da bin ich selbstverständlich an eurer Seite. So, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage bis bald. Eure Uli.